Hallo, ihr Neugierigen. Joker mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle ist zwar gerade in die Kinos gekommen, aber der Film stieß schon vor seiner Premiere auf großes Interesse. Alles wurde kommentiert, von der Auswahl des Schauspielers über die Idee des Films überhaupt bis hin zur Darstellung der Figur. Was hat eigentlich der Joker an sich, einer der bekanntesten schwarzen Charaktere und der ewige Widersacher von Batman zu sein, dass er die Fantasie so sehr erhitzt und Kontroversen auslöst? Und warum haben viele Schauspieler Angst, diese Figur zu spielen? Offensichtlich haben wir mit einem richtigen Joker-Phänomen zu tun. Worauf beruht es? Bleibt dran, um das zu erfahren. Joker ist ein fast 80-jähriger Charakter, der zum ersten Mal im Frühjahr 1940 in Detective Comics in dem Comicheft Batman Volume 1 Number 1 erschien. Er wurde von Jerry Robinson, Bill Finger und Bob Kane geschaffen. Damals wurde gemunkelt, dass Joker bereits im ersten Band hätte verschwinden sollen. Es wurde jedoch anders entschieden. Joker wurde gerettet und ist zum Hauptgegenspieler von Batman und zum legendären Übeltäter geworden. Vielleicht regt Joker die Fantasie der Leser und Zuschauer so sehr an, weil man über ihn selbst nicht viel weiß und auch darüber, wie er zu einem solchen Bösewicht geworden ist. Außerdem hat DC seine Geschichte und seine Charakteristik mehrfach verändert. War er etwa wahnsinnig von Geburt an oder wurde er zu einem Wahnsinnigen durch Trauma oder persönliche Tragödien? Dafür gibt es viele Erklärungen, aber eine ist am meisten bekannt. Joker war ein kleiner Gangster, der im Zirkus als miserabler Komiker arbeitete. Da er eine Frau hatte und ein Kind unterwegs war, beschloss er, die Firma Monarch auszurauben. Selbst als seine Frau starb, wollte er nicht auf den Überfall verzichten. Außerdem beschlossen die Verbrecher, ihn zu benutzen, um die Wachen abzulenken. Und sie verkleideten ihn als Red Hood. Auf der Flucht vor Batman, der den Raubüberfall verhinderte, fiel er jedoch in einen Kessel mit Chemikalien, wodurch seine Hautfarbe kreideweiß und sein Haar grün wurde. Und eine Nervenlähmung verzerrte sein Gesicht zu einem charakteristischen, unheimlichen Lächeln. Aber obwohl Joker das Mitgefühl erwecken darf, darf man nicht vergessen, dass er ein Verbrecher und Serienmörder ist. Er verfügt über keine übernatürlichen Fähigkeiten, aber er ist extrem gefährlich. Seine Unzurechnungsfähigkeit vermischt sich mit der Intelligenz und dem Sinn für Humor mit Sadismus. Wie man sieht, präsentiert er einen sehr interessanten Charakter, den sich, genau wie im Falle von Batman, das Kino schnell angeeignet hat. Als erster stellte die Joker-Figur Cesar Romero dar, der in der Serie Batman aus den 60er Jahren und im Film Batman hält die Welt im Atem von 1966 erschien. Der Film, der diese Figur allerdings über viele Jahre prägte, war jedoch Tim Burtons Batman-Interpretation aus dem Jahr 1989. Später wurde Joker auch von Jack Nicholson gespielt, der diese Rolle trotz seines ursprünglichen Zögerns dann aber doch übernahm. Die Produzenten hatten einen Trick anwenden müssen, denn der Schauspieler willigte erst dann ein, als die Produzenten ihm sagten, dass sie die Rolle ebenfalls Robin Williams angeboten hätten. Später behauptete Nicholson, dass Joker seine Lieblingsfigur sei, von allen, die er jemals gespielt habe, und dass es eine Zeit gab, als er den Film einmal pro Woche ansah. Der Schauspieler liebte Jokers Wahnsinn und Komplexität. Außerdem gefielen ihm die Filmkostüme so gut, dass er angeblich für sie bezahlte, um sie auf Partys zu benutzen. Das Publikum gewann den märchenhaften, leicht übertriebenen, wenn auch ernsten Film lieb und Nicholson wurde als bester Joker aller Zeiten ausgerufen. Interessanterweise war dieser Film die erste Verfilmung, die die Herkunft der Figur zeigte und so blieb es bis 2016, als der Zeichentrickfilm Batman – Lächeln bitte – entstand. Nicholson galt als der beste Joker, bis Christopher Nolan seine dunkle, aber sehr realistische Trilogie über Batman verwirklichte. Im zweiten Film, The Dark Knight, wurde Joker von Heath Ledger verkörpert, der diesmal kein Spinner, sondern ein echter Psychopath war. Vor dem Film fragte man sich lange, ob der Schauspieler in dieser Rolle gut funktionieren würde und außerdem wurde auch viel über seine Vorbereitung für den Film gesprochen. Heath soll ein spezielles Tagebuch geschrieben haben, wo er nicht nur das Aussehen der Figur, sondern auch ihre Charakterzüge beschrieb. Zum Beispiel, was die Figur zum Lachen bringt und was sie irritiert. Heath Ledger soll sich für 6 Wochen in einem Hotelzimmer eingesperrt haben, um Jokers richtigen Gang und Haltung vorzubereiten und die beste Stimme für ihn zu wählen. Der Schauspieler improvisierte oft am Set und eigentlich verließ er die Rolle überhaupt nicht. Leider führte der unerwartete Tod von Heath Ledger am 22. Januar 2008 noch vor der Premiere des Films dazu, dass gemunkelt wurde, dass diese Rolle den Schauspieler psychisch fertig gemacht hat. Tatsächlich litt der Schauspieler damals an Schlafstörungen und Depressionen, aber andererseits begann er bereits mit der Arbeit an einem anderen Film. Aber gerade diese letzte, beendete Rolle brachte dem Schauspieler internationale Anerkennung und posthumen auch den Oscar.
Es war die erste Statue, die in der Hauptkategorie für eine Comicfigur verliehen wurde. Die Messlatte wurde hochgelegt, aber das Publikum begann, diesen Helden zu fürchten und für viele Jahre verschwand Joker aus dem Kino. Als dann Produktionen über Superhelden immer populärer wurden, wurde auch der Film Suicide Squad angekündigt. In diesem Film ist Joker eigentlich nur eine Nebenfigur, der Geliebte von Harley Quinn. Die außerordentlich charakteristische Darstellung von Jared Leto entsprach jedoch nicht ganz dem Wunsch des Publikums. Wie seine Vorgänger opferte sich auch Jared der Rolle im großen Maße. Er rasierte sich die Augenbrauen, um seinem Charakter noch wahnsinniger und beängstigender wirken zu lassen. Außerdem sollte er sein Lachen in New York und Toronto an Passanten getestet haben, weil er prüfen wollte, welcher Gesichtsausdruck die Menschen am meisten in Verlegenheit bringt. Aber leider war seine Rolle für viele eher ein Grund zum Vergessen als zur Anerkennung und er wurde für die Goldene Himbeere nominiert. Und als angekündigt wurde, dass der erste Solo-Film über den Joker gedreht wird, waren die Fans überwältigt. Todd Phillips beschloss, einen Film zu machen, der völlig unabhängig von den aktuellen Konventionen wäre und er wollte den Film zeitgemäß machen. Er bot die Rolle Joaquin Phoenix an, der das Angebot lange Zeit immer wieder ablehnte. Der Schauspieler äußerte diesbezüglich seine Bedenken, dass er Schwierigkeiten damit habe, sich von dem von ihm gespielten Charakter zu distanzieren. Letztendlich überzeugte ihn davon die Tatsache, dass es sich bei dem Film nicht um eine typische Comic-Verfilmung handelte, sondern um eine Studie der Figur, die dem Taxi Driver näher steht als The Dark Knight. Der neue Joker ist die Geschichte über einen unfähigen Schauspieler, einen Clown, der ein psychisch kranker, unglücklicher und traumatisierter Mann ist. Und infolgedessen, dass er zum Gespött, zum Opfer von Hooligans und vom herzlosen System wird, tötet er dann, womit er die Rechnung begleichen will und im Chaos den Sinn findet. Und Phoenix, der für die Rolle 20 Kilo abgenommen hat und das charakteristische und schreckliche Lachen zwischen Freude und Weinen kreierte, schuf eine solche Darbietung, die sich alle Auszeichnungen der Welt verdient hat. Da wird jedoch ein Problem äußerst sichtbar. Dieser Film hat zwar den Hauptpreis bei den Filmfestspielen in Venedig gewonnen und könnte auch der erste Film über einen Comic-Anti-Helden sein, der einen Oscar bekommt, allerdings versucht der Film den Joker zu sehr zu vermenschlichen und seinen Wahnsinn und mörderische Neigung zu begründen. Nach der Premiere gab es viele Kommentare, dass Joker als ein gegenwärtiger Held ohne die Comic-Konvention zu Gewalt anregen könnte. Das FBI bekam Angst vor möglichen Angriffen. Kinos in den USA heuerten Polizisten an und die amerikanische Premiere in Hollywood fand ohne Journalisten statt, Umfragen zu vermeiden. Allerdings musste der Regisseur ohnehin in den Medien eine Erklärung abgeben. Der Joker hat in der Filmgeschichte erneut Kontroversen und Diskussionen ausgelöst. Aber diesmal wird nicht die Kreation des Schauspielers diskutiert, denn diese halten alle einstimmig für herausragend, sondern eben die Botschaft des Films. Sind die Fans von Joker mit einer solchen Geschichte über seine Entstehung zufrieden? Und wenn man heute den Hype um Joker betrachtet, so können wir uns sicher sein, dass wir wahrscheinlich nicht bald eine neue Filmstory über ihn sehen werden. So ist es fraglich, ob im kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson sein ewiger Gegner überhaupt erscheinen wird. Und wenn ja, welcher Star wird es wagen, ihn zu verkörpern? Und nun aber wieder zurück zu euch. Was denkt ihr eigentlich über den neuen Joker-Film? Seid ihr mit der Genese seines Wahnsinns zufrieden? Schreibt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.